Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Ich begrüße heute die lieben Wagen, Waage-Aszendenten. Und solltest du dein Mond- oder Venus-Zeichen in der Waage haben, so schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn du ein persönliches Reading haben möchtest, dann schau unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Website verlinkt und du kannst mir gerne ein Kontaktformular zusenden. Liebe Männer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine Süßen, auf geht's. Was ist das Thema des Monats? Auf was dürft ihr euch freuen? Ja, es ist Frühling. Ja, Frühlingsgefühle, was ist los? Was kommt so? Na ja, schauen wir mal. Ja, so läuft das. Na, perfekt. Guckt euch das an. Reiche Fülle. Um deine finanzielle Situation zu heilen, übergib uns zuerst deine Sorgen in Bezug auf Geld. Wir werden dich führen, um dir zu zeigen, wie du Fülle kreieren und akzeptieren kannst. Indem wir zusammenarbeiten, wird deine finanzielle Situation so schnell heilen, wie du es gestattest. Also solltest du wirklich im Finanziellen hier irgendwo einen Engpass haben, ja, kann passieren, passiert ganz vielen. Dann übergib deine Sorgen, mach dir die Sorgen nicht und manifestiere Fülle in deinem Leben. Sag dir, ich weiß, dass jetzt eine schöne Fülle in mein Leben kommt und dass meine Finanzen fantastisch steigen werden. Ja? Kreier das einfach, manifestiere es. Ich bin gespannt, was als Zwot-Energie noch dazu kommt. Aber reiche Fülle ist nicht nur das Finanzielle. Ja? Also jetzt soll Fülle in dein Leben kommen. Und dazu, ja, tut mir leid, ich guck mal. Ich sehe es nicht, die ist umgekehrt. Aber was runterfällt, nehmen wir nicht. Also, noch eine bitte. Ach, du auch? Hier, was haben wir denn hier? Was ist denn hier nicht vollendet worden? Wo hast du denn angefangen und hast gesagt, hast eine künstlerische Pause eingelegt und hast gesagt, so geht das nicht. Und hier muss noch was vollendet werden, weil es irgendwo noch in deinem Kopflein rumkribbelt. Also bin ich echt gespannt. Unvollendete Symphonie, ne? Da bin ich gespannt. Reiche Fülle. Was kommt hier? Jetzt wollen wir mal die Feen fragen. Drei Karten von den Feen. Was ist hier? Was unterstützt euch? Was? Ach, ach, geht's um die Liebe? Geht's um die Liebe? So, was haben wir denn? Ach, ist... Also hier kommt reiche Fülle rein und hier kommt mehr als reiche Fülle. Zwei des Frühlings. Dank Kreativität und harter Arbeit hat sich eine strahlende Zukunft manifestiert. Zusammenarbeit mit anderen, die deine Träume teilen, großer Erfolg ist erreicht worden. Zwei des Frühlings, das ist auch mit jemand gemeinsam. Also du kriegst hier Erfolg rein. Alle Zeichen stehen auf Erfolg und das ist doch fantastisch, ne? Und vielleicht führst du hier was zu Ende, was du mal begonnen hast und was dann nicht weitergegangen ist. Und hast ein bisschen Angst wegen dem Finanziellen, musst du aber nicht haben. Ich habe den Mond. Und der Mond sagt immer machtvolle, intuitive Wahrnehmungen. Du hast hier Wahrnehmungen und glaube wieder daran. Angst und Sorge loslassen, siehst du, sagt dir das auch. Lass Angst und Sorge los, hier will Fülle in dein Leben. Die Wahrheit einer Situation erfassen, das machst du. Und dann habe ich die fantastischste Karte, die es gibt. Ist das nicht schön? Sechs des Frühlings, ja. Wundervolle Neuigkeiten stehen bevor. Ist das nicht toll? Ich merke das ja, das ist sowas, also wirklich, kluge Entscheidungen, die Belohnung bringen, Erfolg und öffentliche Anerkennung. Also hier kommt was rein, also wo richtig wirklich Fülle kommt und du machst dir Sorgen. Du musst dir nicht die Sorgen machen. Und wenn du dir um die Finanzen Sorgen machst, mach's nicht. Ja? Also nicht zu viele, weißt du, manchmal kann man auch, du kennst das, die Macht der Gedanken, ne? Du, wenn du fünfmal sagst, oh, ich, ja, oh, oh, und dann kriege ich das Geld, da kriegst du es dann wirklich nicht, ne? Strahl Positivität aus. Was sagt das Tarot? Aber hier will auch Liebe ein bisschen rein, sehe ich, ja? Also zweites Frühlingsausschnitt. Naja, ich bin gespannt. Ey, ey, ey. Ja, Sorgen. Hallo? Mach dir nicht die Sorgen. Die ist ja rausgesprungen. Oh, sagt mal, was hat... So, nochmal, also fantastisch. Fantastisch. Ach, die Unterkarte ist die Welt. Klasse. Wir fangen mal an. Was haben wir denn alles? Also das ist ja heute Wahnsinn. Also das ist fast bei jeder Legung. Aber irgendwie sind die Energien so. Und das soll jetzt kommen. Aber die noch nicht. Die erste Karte ist die 5 der Kelche. Was klemmt? Ne?
irgendwas klemmt bei dir. Irgendwie hast du eine Traurigkeit in dir. Aber auch so Emotions, weißt du, die Emotionen. Als ob hier, das kann schon länger sein, dass du noch was mit dir rumschleppst. Als ob hier was von dir gegangen ist oder du bist gegangen. Hier ist was zerbrochen und diese Traurigkeit schleppst du mit. Und das geht schon lange Zeit so. Das ist die 7 der Münzen, das ist so die Geduldskarte. Als ob du auf was wartest. Wartest du auf deine unvollendete Symphonie? Soll es das sein? Der Hierophant kommt dann. Den Hierophanten hatte ich auch sehr oft. Ne? Und der Hierophant sagt einfach Wissen und Weisheit. Du kennst doch den Weg, du weißt doch, wie es geht. Ja? Konzentrier dich doch mal auf dich. Geh doch mal aus diesem Gedankenkarussell raus. Und es ist egal, in welcher Form das hier ist. Also arbeitsmäßig geht es hier vorwärts, ja. Aber da kann auch mal was genagt haben, dass irgendwas nicht so weitergegangen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Aber das kommt ja. Und der Hierophant, das ist immer so, als ob das von oben geführt ist. Und hier kommen die 6 der Kelche. Was soll ich sagen? Die 6 der Kelche, das ist Nostalgie, Kindheitserinnerungen. Wir werden sehen, in welchem Bereich das ist und jemand aus deiner Vergangenheit. Und vielleicht ist das deine unvollendende Symphonie, die sich hier auf den Weg macht und erfolgreich siegen will. Und mit den 6 der Stäben, das ist die Erfolgskarte. Wo es wirklich jetzt erfolgreich wird und wo man gemeinsam irgendwie geht. Ich schaue mir das an. Oder es ist wirklich Kindheitsträume, die wieder aufploppen, wo der Hierophant sagt, jetzt mach's endlich und hab nicht die Angst davor. Ja? Und du hast das Wissen und die Weisheit. Und dann wirst du erfolgreich sein. 6 des Frühlings, wundervolle Neuigkeiten stehen bevor. Erfolg, ja? Das ist Erfolg. Das ist genau das. So, und jetzt gucken wir mit dem anderen Tarot, was da auf euch zukommt. Wahrscheinlich sind die Energien so. Es kann sein, wir haben wieder rückläufigen Merkur irgendwann jetzt im April. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber es kann durchaus sein. Natürlich kommt da irgendwas meistens wieder zurück. Wir schauen mal. Was sind die 5 der Kelche? Mhm. Ah, du hast schon, ja. Ja, ja, ich sehe es schon. Du bist traurig. Du hast dort, also ich sag mal so, diese emotionale Traurigkeit, weißt du, die da gewesen ist, kann eine ganze Weile schon her sein. Du bist weitergezogen, weil der Ausgleich hier nicht gestimmt hat. Also ich sage mal so, mein Lieblingskarte, ne? 6 der Münzen. In einigen Fällen ist das sogar gut, da kommt das Gute zurück. Aber hier sehe ich so, du hast so die Krumel gekriegt, ne? Also oder die Kruste, weißt du, oder so den Kanten vom Brot hast du gekriegt und die schönen Scheiben in der Mitte, ja? Die noch so, die noch nicht mal hart waren, die noch so richtig saftig waren, ne? Die hat ein anderer gekriegt. Also du hast nicht das zurückgekriegt, was du investiert hast. Und das hat dich sehr traurig gemacht. Und du bist gegangen. 6 der Schwerter auf zu neuen Ufern in ruhige Gewässer. Ja, oder dein Gegenüber ist gegangen. Das kannst du selbst entscheiden für die Situation. Jedenfalls, du hast das nicht mehr mitgemacht. Du hast aber lange damit zu kämpfen gehabt. Lange. Sehe ich. Die 7 der Münzen. Du hast trotzdem ja 7 der Münzen. Du hast lange damit zu kämpfen gehabt. Hm? Guck mal, die 5 der, ich mach das gleich zusammen. Die 5 der Münzen und die 8 der Kelche. Du hast lange damit zu kämpfen gehabt, dass hier eine Situation zerbrochen ist in deinem Leben. Das kann schon eine Weile her sein. Und das ist so, das nagt auch ein bisschen am Selbstwertgefühl, ne? Das nagt schon. Und es kannst du sein oder dein Gegenüber. Irgendwie hat es nicht gereicht und man musste die Situation verlassen. Es waren nicht 10 Kelche, es waren nur 8. Und deswegen ist man gegangen, weißt du? Und man hat vielleicht so lange drauf gewartet, dass da irgendwas passiert und hat diese Verletzungen, diese, ich will nicht sagen, Verletzungen sehe ich hier nicht, aber diese emotionale Leere, die man gespürt hat, die hat man lange Zeit mitgenommen. Vielleicht hat man es überspielt, hat man es mit Arbeit überspielt, denke ich mal, ne? Weil kreative, tolle Projekte hier irgendwo gewesen sind. Aber in der Liebe, ja, da war schon einiges, ja, was dich lange, lange in der Schleife gelassen hat, dass du nicht noch mal was Neues so richtig beginnen konntest. Was sagt der Hierophant? Was sagt der Hierophant? Der Hierophant sagt, dieses Ende, diese Trennung, ja, die musste sein. Die musste sein, dieses Auseinander. Weil hier eben der Ausgleich nicht war, weil es nicht gestimmt hat, ja.
Und damit du überhaupt eine Chance hast wieder, eine neue Chance, deswegen musste hier erstmal was zu Ende, also so eine Trennung sein. Ja, und das war wirklich wie von oben geführt. Na, damit beide was erkennen, du vielleicht für dich was erkennst, weißt du? Und du hast schon diese Wahrnehmung, vielleicht machst du dir auch Sorgen deshalb. Deswegen ist die Symphonie nie vollendet worden, weißt du? Und das Ass der Stäbe zeigt dir, hier wartet eine Wahnsinnschance auf dich. Entweder ist es was ganz Neues oder ist es nochmal ein Revival. Aber die Trennung musste erst sein, weil durch die Trennung du erkannt hast, was du willst im Leben. Ja, und dass du auch wirklich eine Fülle willst. Und das finde ich fantastisch. So, und jetzt gucken wir mal, was die Sechs der Kelche sind. Was sind die Sechs der Kelche? Was oder wer? Ja, vielleicht kriegt man noch was dazu. Hm, ja. Ja. Und? Eigentlich können wir jetzt so, sage ich mal, jetzt haben wir es höchst an höchsten. Wir haben das Ass der Kelche. Und guckt euch das an, die Unterkarte ist wieder die Sechs der Kelche. Also das ist eine tiefe Liebe, ne? Also kann ich dir jetzt schon sagen, das ist was ganz Tiefes. Und das hat dich wahrscheinlich so geprägt. Und man konnte nicht verstehen, dass das auseinandergegangen ist. Aber hier ist eine Trennung gewesen, das sehe ich. Und die musste sein. Weil es nicht mehr irgendwie in den Bahnen war, wo es ausgeglichen war. Aber diese Verbundenheit, diese tiefe Verbundenheit, ja, die ist einfach geblieben. Man hat sich nie vergessen. Das sind eigentlich die schönsten Liebesgeschichten, die das Leben schreibt. Man hat sich nie vergessen, egal wie lange das her ist. Und das Ass der Kelche, das ist so, der Mensch bringt dein Herz wieder zum Überlaufen. Ja, der bringt's wieder, der kommt ganz anders auf dich zu. Und das ist ein König der Stäbe, das ist ein Schütze, das ist ein Widder oder das ist ein Löwe. Aszendent, Monat, ihr wisst das alles, ne? Aber hier legt die sich direkt rein als König der Stäbe, ne? Als Feuerzeichen. Das ist ein Mensch, der hat auch den Mut, wieder auf dich zuzukommen. Ja, der macht sich nicht so die Gedanken im Vorfeld, der ist nicht so kopflastig. Und der hat eine Leidenschaft. Und ich glaube, diese Leidenschaft, das macht's aus, wo man wieder sagt, doch, ich will das wieder. Und hier kommt eine schöne Liebe in dein Leben und da freue ich mich. Hier kommt die reiche Fülle. Aber ganz, ganz, ganz toll. Nicht nur finanziell. Hier kriegst du Liebe im Überschuss. Ist das schön. Es ist immer so, es ist immer so schön. Also wenn man das sieht, so, na, was da passieren kann. Und manchmal muss man ja erst so eine Trennung machen, ja, um wieder zusammenzukommen. Und das sind so schöne Energien hier. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was ist denn die Sechs der Stäbe? Wir wollen mal schauen, was sind denn die sechs Jahre? Wisst ihr, ich brauche ja nicht viel klären. Ja, die Unterkarte ist die Herrscherin. Du wirst, also ich lege es mal mit hin, die Herrscherin und Königin der Kelche habe ich hier. Ja, also ich sehe zwar hier vorwiegend, dass es ein Feuerzeichen ist, aber ihr wisst ja, wie das ist. Aszendent, Mond, Venus kann alle Zeichen betreffen. Ich habe Stier und Stier habe ich und Schütze, Löwe, Widder. Aber davon abgesehen, ich habe den Pagen der Münzen. Unser langsamer kleiner Fußläufer, aber er bringt was Beständiges. Und ich habe den Ritter der Kelche und der Ritter der Kelche ist meist jemand, den man schon kennt, das ist einfach so. Und der dann doch noch, der das liebevoll verpackt, der hier was aufbauen will, das liebevoll verpackt und wo man hier sicher sein kann, das kann erfolgreich werden. Und ich habe hier oben wundervolle Neuigkeiten stehen bevor, ja, Erfolg und eine kluge Entscheidung, die Belohnung bringt. Du wirst dich entscheiden dafür, das nochmal anzugehen. Es wird eine andere Art. Weil hier sieht dich jemand als die Herrscherin, die Göttin. Und du kannst was Neues kreieren. Du kannst was vollkommen Neues entstehen lassen. Und ich glaube, du bist jetzt so weit, dass du annimmst, dass du das auf dich zukommen lässt und dass du nichts mehr hinterher rennst und auch nicht mehr zu viel gibst. Ja? Das ist jetzt ausgeglichen und das ist eine fantastische. Also ich finde das wunderschön. Also das wird vielleicht nicht für alle betreffen, dass jemand zurückkommt, ja? Aber ich kann es nur so sagen, dass es so ist, dass hier bei dem Reading ist es so, dass du Sorgen loslassen sollst, auch wenn es finanziell irgendwas ist, dass du neue Projekte angehen kannst, wenn du das möchtest. Es ist von Erfolg gekrönt, du bist beschützt bei der ganzen Sache und du hast eine unvollendete Symphonie. Und diese soll jetzt vollendet werden, weil hier muss es eine Trennung geben, weil die Ausgeglichenheit einfach nicht da war. Und jetzt kommt es aber wieder zurück. Und das ist eine schöne Liebe, das kann ich euch noch sagen. Eine sehr, sehr schöne Liebe. Und das ist eine Liebe, die von Ehrlichkeit geprägt ist. Das kann ich euch auch sagen, wenn das jetzt wieder zurückkommt. Es fängt klein an, aber dieses Kleine, wie das anfängt,
Daraus kann eben was Großes entstehen. Und das sollte man annehmen. Wunderbar. So, meine Süßen, und jetzt gucke ich einfach mal, was habt ihr für eine Begegnung und was wird daraus? Was habt ihr für eine Begegnung und was wird daraus? Was habt ihr für eine Begegnung und was, ja, wollt, ich meine, wir wissen ja jetzt schon, dass ihr eine Begegnung habt, das kann ja sein, ne? Aber ich meine, mit uns reden müsst ihr schon, meine Süßen. Na ja, klar, das ist der Ex, das war mir klar. Ihr werdet ja jemanden treffen und da habt ihr natürlich die Maske auf. Ihr zeigt nichts, ihr zeigt null Emotionen, ihr zeigt nichts. Ihr denkt so, ne, 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 ne. Immer mit der Ruhe. Oder das Gegenüber hat noch, ne. Also hier, das ist so taktische Annäherung. Das sind so kleine Taktikspiele, ne. Aber in König, der Stäbe, der macht nicht viel Taktik, ne. Der schießt los, ja. Das seid ihr wahrscheinlich. Und die Wolken, das ist auch meist der Ex, ne. Das muss ich dazu sagen. Und das ist so, ja, man ist noch so ein bisschen unklar. Kann man denn die Maske fallen lassen, ne? Aber die Klarheit zeigt schon, die weiße, die helle Seite ist die Klarheit. Natürlich kann man die Maske fallen lassen, weil hier kommt eine Klarheit rein. Und ihr kriegt hier eine Klarheit und das ist wunderbar. Aber es ist schön, ne? Taktisch kluges Spielchen. Naja, ja, das ist, ne? Was wird euch erwarten? Ach echt? Ja, das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Gut. Erwarten wird euch, hier hat jemand seine Richtung komplett geändert und ihr wahrscheinlich genauso. Ihr habt die Richtung auch geändert. Der Kompass ist so wie das Rad des Schicksals, ne? Also man wird geschubst in eine ganz andere Richtung, die einem gut tut. Und es kann sein, dass ihr das seid und dass ihr das beide seid. Dass hier eine Veränderung stattgefunden hat, wo man denkt, wow. Und wo man dann auf einmal sagt, ja, das ist jetzt Wunscherfüllung. Das ist jetzt das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. In die Richtung geht's jetzt. Und das ist doch schön, oder? Wir brauchen, also ihr habt ein fantastisches Reading und das freut mich unwahrscheinlich. Was wird euch überraschen und was? Das ist das Highlight dieses Monats. Mal gucken. Okay, ja, wir haben es schon. Überraschen wird euch, dass es eine Überraschung ist. Die Blumen ist immer was Überraschendes, ne? Das ist nicht so, dass man, die Blumen ist Wertschätzung, Anerkennung, was Überraschendes, was euch unwahrscheinlich glücklich macht. Ich habe den Baum dazu und der Baum dazu sagt, also das hier ist für immer, das ist irgendwie, das gehört zusammen. Und hier kann sich was verwurzeln, hier kann was aufblühen, hier kann man sich was aufbauen auf lange Zeit. Das hat Zukunft, das Ganze, ja? Das ist wirklich sowas, was das Leben prägen wird. Das ist irre. Und das Schöne ist, und deswegen sehe ich das so, das ganze Misstrauen, was ihr gehabt habt, das geht raus, weil der Fuchs geht aus dem Bild raus. Die Schwanzspitze ist noch ein bisschen da. Na ja, ja, mal so kurz, deswegen am Anfang kurz die Masken, aber das wird sich erledigen. Ja, der Fuchs geht raus. Dieses Misstrauen geht verloren. Also ihr wisst hier, was ihr kriegt. Und das ist fantastisch. Also ihr kriegt so eine Wertschätzung. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also das gefällt mir. Was kommt Schönes, liebe Wagen? Was kommt Schönes diesen Monat? Was kommt Schönes? Was kommt Schönes? Noch, eieieiei. Eieiei. Da muss ich noch eine ziehen. Ja, alles klar. Ich konnte es mir schon denken. Ich sehe schon, also die Lilien und der Sorg. Also, hier ist was zu Ende gegangen. Hier ist was zu Ende gegangen, was, oder besser gesagt, hier transformiert sich auch was. Die Lilien ist ja immer so diese Harmoniekarte, diese Anziehung, diese Sexualität und das ist aber auch so diese Familie. Und ich denke, hier ist was zu Ende gegangen, weil es zu Ende gehen musste, weil das nicht ausgeglichen war in dem Maßstab. Vielleicht hat es sich hier nur um eine Anziehung gehandelt und irgendwo ist nie die Liebe gewachsen, ja. Vielleicht war es so, oh ja, das und Leidenschaft und. Und das muss ich transformieren, das funktioniert nicht mehr so. Das ist zu Ende gegangen, weil es so nicht funktioniert hat. Und ich sag mal so, nach jedem Ende kommt ein Neuanfang und guck mal, was danach kommt. Danach kommt das Herz und das Klee und was Schönes kommen wird. Jetzt kommt Liebe. Jetzt kommt langsam diese Liebe. Vielleicht ging das auch alles sehr schnell damals. Jetzt kommt es langsam, jetzt kann das wachsen wie der Baum. Jetzt kann sich was aufbauen. Jetzt kann man so zusammen, das fügt sich so schön zusammen, ne?
Man hat das immer gespürt, der Mond. Ihr habt das immer gespürt, dass das was Tiefes ist, dass das was Besonderes ist. Und jetzt kommt erstmal dieses Glück und diese Liebe in euer Leben, wo man merkt, also das kann auch langsam sich was aufbauen, wo man endlich mal spürt, was das ist. Wo es nicht nur von dieser Leidenschaft geprägt ist, ja. Aber Leidenschaft ist trotzdem wichtig, die kommt auch wieder. Es hat sich aber verändert. Ne? Das musste erstmal nur, die reine Leidenschaft musste erstmal zu Ende gehen. Ja, weil der Rest hat gefehlt. Und jetzt kommt der Rest dazu. Und das ist klasse. Eieiei, meine lieben Wagen. Da habt ihr einen Monat für euch, sage ich euch. Wow, da könnt ihr euch freuen. Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Naja. Verlobung, dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und für den einen oder anderen kann es wirklich zu einer Verlobung gehen. Also hier will man jetzt, was Bindendes. Hier will man nicht irgendwo, hier will man den anderen nicht mehr verlieren. Also wenn man sich hier wiederfindet, möchte man den anderen nicht mehr verlieren. Man möchte zusammenbleiben, ja. Und das ist ja das Schöne. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Hier vorne kam schon, es kommt reiche Fülle, wenn du dieses Vertrauen hast. Und du sollst diese Symphonie zu Ende bringen. Und das ist wichtig. Ja, und die Trennung, ihr wart getrennt. Ihr wart getrennt und jetzt soll diese Trennung, das musste aber sein. Das wäre nicht anders gegangen. Ja, und jetzt kommt das zurück und bleib optimistisch. Na? Also ich hätte auch mit der Trennung anfangen können. Trennung erst. Dann sagten die Karten, bleibe optimistisch, die Trennung musste sein und anschließend kommt die Verlobung, ja. Also hier kommt wieder was zusammengehört, so nenne ich das, ja. Was sagen die kleinen Herzorakel zu euch? Was sagen die kleinen Herzorakel zu euch? Ich freue mich für euch, wirklich, ich freue mich sehr für euch, natürlich, guckt euch das an, ey, wow. Wieder das Vertrauen, die Karten reden miteinander, es geht wieder hier um das Vertrauen, vertraue einfach. Affirmiere positiv, das ist ganz wichtig. Dann habe ich Zeit des Nachdenkens, natürlich. Also wenn das kommt, also das kommt in kleinen Schritten, das kommt nicht so wie eine Welle über dich. Das fängt diesmal ganz langsam und klein an, vielleicht eine kleine liebevolle Nachricht, ja. Und langsam soll das wachsen und lass es einfach so zu, lass es so zu, ja. Dann habe ich, nee, die nehme ich zum Schluss, dann habe ich Erfolg, habe Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben und das sehe ich so. Und das wird erfolgreich. Wir haben die 6 der Stäbe, das ist eine Erfolgskarte. Wir haben hier die 6 des Frühlings, das ist eine Erfolgskarte. Und dann habe ich Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist empfangen. Ich sag doch so, hier kommt zusammen, was zusammen gehört, meine Süßen. Mehr sage ich dann nicht, ne? So, und heute habe ich noch eine Abschlussbotschaft für euch. Und zwar ist das Herzflimmern habe ich heute. Und jetzt gucken wir mal, was die kleinen Herzflimmerkarten für euch haben. Was ist die Botschaft für euch? Hat sich die jetzt rumgedreht? Schau mal. Liebe wird immer mehr, je mehr du gibst. Das betrifft euch beide. Liebe wächst. Liebe ist nicht vom ersten Tag an da. Liebe wächst. Und wenn du bereit bist, wieder Vertrauen zu haben und dein Gegenüber auch, wenn der auf dich zukommt und man gibt jeden Tag ein Stück mehr, dann kann das wachsen. Und das ist Liebe. Ja? Und das finde ich wunderbar. Es kommt zusammen, was zusammengehört. So nenne ich das. Ne? In diesem Sinne, meine Süßen, ich wünsche euch einen fantastischen Monat. Ich freue mich für euch. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Habt Vertrauen, glaubt an euch. Ja? Es wird wundervoll. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, freue mich über ein Like und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ganz lieben Dank fürs Zusehen, ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Davon kaufe ich dann immer mal so ein neues Kartendeck und das ist sehr schön. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao!